Und damit herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf Sam's Fußball Channel. Ich bin Sam. In dem heutigen Video gibt es 5 Tipps für Juventus Turin. Die alte Dame, wie sie zurück zu alter Stärke finden. Vielleicht auch nach langer Zeit wieder einen Champions League Titel holen. Ich denke, wir starten mit dem ersten Tipp. Viel Spaß mit dem Video. Ja, der erste Tipp ist meiner Meinung nach Allegri rauszuwerfen. Er ist zwar ein solider Trainer, aber hat die letzten Jahre ja ein Sabbatjahr gehabt. Hat davor auch nicht wirklich gute Arbeit geleistet, hat noch nie wirklich große Titel gewonnen, außer jetzt eben die Serie A mit Juventus und hat auch nicht so wirkliches Spielkonzept, also keine wirkliche Philosophie. Er spielt mal 4-2-3-1, mal 4-3-3, mal 4-4-2, steht eher für Defensivfußball und ja, viele haben ihn sich auch schon rausgewünscht. Gerade die Juventus-Fans sind nicht wirklich begeistert von ihm. Man wird nicht so wirklich warm mit Allegri. Man weiß nicht, wofür er steht. Man hört ihn kaum. Also ich weiß nicht mal, wie seine Stimme klingt so wirklich. Und er ist für mich meiner Meinung nach ein relativ langweiliger Trainer. Könnt ihr mal eure Meinung zu Allegri unten in die Kommentare schreiben. Was glaubt ihr, ist Allegri noch der Richtige für Juventus? Habe ich ja, glaube ich, vor 2-3 Jahren schon so ein Video gemacht. Und ja, wen könnte man holen? Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Es sind natürlich ein paar Trainer auf dem Markt. Vielleicht irgendeinen aus der Jugend. Vielleicht hat man da noch irgendwas, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bräuchte man einen neuen Trainer, neuen Wind, denn Allegri war ja schon davor, ich glaube, 4-5 Jahre bei Juventus. Jetzt ist er auch schon wieder ein Jahr bei Juventus und für mich scheint er nicht der richtige Trainer für die alte Dame zu sein. Der nächste Tipp ist, die Stars bzw. die besten Spieler langfristig zu halten. Spieler wie Dusan Vlahovic, der jetzt neu gekommen ist, Dennis Zakaria, Adrien Rabiot würde ich auch noch dazu zählen. Morata ist auch jetzt einer, der besser wird. Wen hat man noch hinten in der Innenverteidigung? Natürlich Spieler wie De Ligt, Chesney. Also solche Spieler, die wirklich immer Topleistung rufen, die unersetzlich fürs Team sind, sollte man definitiv halten. Langfristig sollte man versuchen, natürlich wieder Erfolg zu haben, um dann auch, kommen wir später noch zu, bessere Spieler zu kaufen. Man sollte ja natürlich versuchen, beziehungsweise irgendwann werden natürlich andere Teams auf Spieler wie Vlahovic aufmerksam werden. Irgendwann werden wahrscheinlich die Premier Leagues anklopfen, nochmal an Spielern wie De Ligt, auch Vlahovic, um solche Spieler eben zu holen. Denn Juventus hat auf jeden Fall Potenzial im Kader, das muss man sagen. Sie haben sich jetzt wieder zurück in die Top 4 gekämpft. Das heißt, man spielt nächste Saison wieder Champions League. Das hat man also wieder geschafft, hat also einen neuen Versuch, da wieder weit zu kommen. Ist ja dieses Jahr im Achtelfinale rausgeflogen gegen Villarreal, den späteren Halbfinalisten, die ja dann gegen Liverpool rausgeflogen sind. Also da hat man jetzt schon relativ gute Arbeit geleistet bei Juventus, aber es muss natürlich noch besser werden. Spieler wie Moise Kean vielleicht aufbauen, der ja, glaube ich, noch bei Juventus spielt. Man hat da schon gute Spieler in den eigenen Reihen und das muss jetzt die nächsten Jahre einfach weiter aufgebaut werden. Juventus hat Potenzial, Juventus ist meiner Meinung nach noch ein Verein mit Tradition und Glamour. Von daher mache ich mir wenig Sorgen, dass Juventus in den nächsten Jahren so richtig abstürzt. Das glaube ich eher nicht. Und dann ist der nächste Tipp eben, ja, nicht Topstars zu holen, sondern bessere Spieler zu holen. Das Team Stück für Stück zu verbessern auf jeder Position. In der Innenverteidigung sind jetzt Spieler wie Chiellini und Bonucci, die langsam aufhören. Chesney wird auch immer älter, also er ist auch nicht mehr der Jüngste. Das heißt, auf der Torwartposition müsste man sich auch neu orientieren. Im Sturm hat man jetzt mit Vlahovic, Moise Kean definitiv quasi einen Haken hintergemacht. Im Mittelfeld sind meiner Meinung nach auch noch ein paar Lücken, die man füllen muss. Klar, mit Zakaria, McKennie, Rabiot hat man jetzt so ein paar gute Leute, aber da fehlt ein bisschen offensiv dran. Dybala hat jetzt den Verein verlassen, beziehungsweise wird den Verein verlassen. Und auch noch andere Spieler, denke ich, werden den Verein verlassen. Spieler wie Arthur oder auch
ja, ein paar andere sind, glaube ich, nicht so ganz zufrieden mit der Rolle bei Juventus. Deswegen sind ja auch Spieler wie Bentancur oder Kulusevski, meine ich, genau, Kulusevski, haben ja den Verein dann verlassen. Von daher wird es, denke ich, relativ einen Umbruch geben, einen Neuanfang, wie ich ja auch den Titel benannt habe. Von daher, ja, bessere Spieler kaufen, das Team Stück für Stück verbessern, ein bisschen Geld in die Hand nehmen und dann wird das auf jeden Fall die nächsten Jahre besser werden. Der vierte Tipp ist, dass man keine zu großen Erwartungen haben darf. Das hat man nämlich bei Mannschaften wie Borussia Dortmund oder Arsenal, Manchester United die letzten Jahre gesehen. Schalke 04 auch ein sehr gutes Beispiel, dass man sich seine Ziele zu hoch gesteckt hat. Das heißt, man darf jetzt nicht sagen, wir wollen das nächste Jahr direkt wieder die Serie A gewinnen. Ist vielleicht möglich, mal schauen, aber da sind Teams wie Milan und Inter, also die beiden Mailänder Clubs, auf jeden Fall diese Saison besser. Man darf auch nicht sagen, wir wollen jetzt die nächsten Jahre Champions League gewinnen, denn das ist schon über 30 Jahre her fast, dass Juventus zuletzt die Champions League gewonnen hat, damals noch mit Spielern wie Zidane, Trezeguet oder Antonio Conte. Deswegen muss man jetzt gucken, wie gesagt, keine zu großen Erwartungen, vielleicht ab und zu mal den Pokal gewinnen, da war man ja die letzten Jahre im Finale. Das wäre vielleicht so ein klein gestecktes Ziel, was man sich vornehmen könnte. Außerdem vielleicht zu sagen, immer in die Top 4 zu kommen. Ich denke, das ist definitiv ein realistisches Ziel für die alte Dame. Jedes Jahr Champions League zu spielen, sollte auf jeden Fall drin sein. Und dann natürlich auf jeden Fall immer sich steigern, das Team verbessern. Vielleicht auch ein bisschen was an der Infrastruktur machen. Also was das Scouting und die Jugendarbeit angeht, verbessern. Und dann wird das auf jeden Fall besser in Turin. Und ich finde, Juventus ist ein richtig geiler Club. Ich mag den gerne zuschauen. Das Stadion ist richtig nice anzusehen, das Juventus Stadium. Und haben schon viele geile Spieler gespielt. Nicht umsonst hat Cristiano Ronaldo ja auch bei Juventus gespielt. Und der letzte Tipp betrifft, wie gesagt, nochmal die Jugendarbeit, das Nachwuchsleistungszentrum von Juventus Turin. Und zwar muss man da jetzt gucken, dass man vielleicht auch eigene Stars hervorholt. Denn sonst hat man die letzten Jahre immer Spieler gekauft. Spieler wie Rabiot von Paris sind teuer gekommen. Cristiano Ronaldo, ein sehr prominentes Beispiel, für viel Geld geholt. Spieler jetzt wie Vlahovic für weit über 80 Millionen Euro geholt. Wen hat man noch geholt? Paulo Dybala, okay, den hat man damals billig bekommen. Zakaria für viel Geld aus Gladbach geholt, Arthur für viel Geld von Barcelona geholt. Also vielleicht, ich kann mir gut vorstellen, dass da auf jeden Fall das ein oder andere Talent auf der Juventus-Bank sitzt und die müsste man ja dann eben nicht verkaufen, sondern einfach nur spielen lassen. Das ist das, was man eigentlich bei Talenten aus den eigenen Reihen machen muss, immer mal wieder für ein paar Minuten reinbringen. Im Profitraining integrieren, das ist auch sehr wichtig, dass sie mit den Profis trainieren, ja, dass sie sehen, wie spielen die Profis bei Juventus, was machen die vielleicht anders oder besser als noch eben die Youngstars und dann eben immer wieder spielen lassen, Einsätze geben, vielleicht dann auch irgendeinen Profivertrag geben, das machen ja viele Vereine dann, wenn sie sehen, ja, der Junge hat was draus. Wenn es nicht funktioniert, erstmal ausleihen zu anderen Clubs, am besten in die eigene Liga, würde ich jetzt zum Beispiel sagen. Und dann kann das auf jeden Fall was werden, dass man eigene Talente wieder hat. Moise Kean, ich bin mir gerade nicht sicher, ob der sogar nicht aus der eigenen Jugend ist. Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben. Da weiß ich gerade nicht Bescheid. Weiß auch nicht, ob es irgendein Talent aus der Juventus-Akademie gab, was es wirklich hoch geschafft hat. Schreibt mal eins unten in die Kommentare, wenn ihr eins kennt, aus der Juventus Akademie. Von daher, das war jetzt so mein letzter Tipp für Juventus für die nächsten Jahre. Auch mal gucken, was im eigenen Becken so rumschwimmt. Und von daher soll es das von dem heutigen Video gewesen sein. Das waren 5 Tipps für Juventus Turin, für die alte Dame in Italien, in der Serie A, wie sie in den nächsten Jahren wieder besser werden können. Es braucht einen gewissen Umbruch und das wären jetzt so meine 5 Tipps, was man machen müsste,
Schreibt eure 5 Tipps für Juventus und in die Kommentare, beziehungsweise habt ihr vielleicht noch eine Idee, was das Team aus Italien machen kann. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Abonniert den Kanal auch gerne für weitere Videos ab, das würde mich sehr freuen. Das war's von mir, ich bin raus, bis zum nächsten Mal, euer Sam.